Ich war bei Murat K., wo deutsche Polizisten hatte verletzt in Bonn vor 3 Jahren, glaube ich. Ich war in dieser Gerichtsverhandlung und der Richter hatte gefragt, sind Sie Salafist? Ich sagte, nein, ich bin Muslim. Man hat es richtig gesagt. Für mich ist egal, für mich spielt überhaupt keine Rolle, wenn jemand kommt und sagt, ja, Karikatur von Mohammed zeigt. Ende für meinen Glauben nicht. Mohammed, jetzt ist 1400 Jahre ist tot. Und wie kann man sagen, dass Mohammed hat so ausgesehen oder damals hat keiner gefilmt? Das ist nur Theater. Ich habe jetzt hier noch einen Redner für euch, und zwar ist das ein Stadtrat. Das ist der junge Mann, der 2012 die Eier hatte, an der König-Fahd-Akademie die Mohammed-Karikatur hochzuhalten mit 19 Jahren. Großen Applaus für den Christopher von Mengersen, der sich diesen komischen Islamisten da entgegengestellt hat und der denen gezeigt hat, was deutsche Kunst ist. Wir lassen uns nämlich auch Kunst nicht verbieten, und hätte ich jetzt eine Mohammed-Karikatur, würde ich die glatt mal hochhalten. Habe aber nicht dran gedacht. Viele von Deutschen wissen über Islam. Ich meine, meine Damen und Herren, der Islam ist eine zutiefst intolerante Religion. Diese Muslime heutzutage wissen über Islam nicht. Nein, ich bin Religionspädagog. Gott sagt, tötet Sie. Politologe. Nein. Nein, nein, verstehen Sie das im Kontext? Ich habe den Koran auswendig gelernt, da haben Sie über den Islam. Mein 14-jähriger Schüler kann den Koran auch auswendig, aber er versteht gar nicht. Salam alaikum. Ich heiße Karim, ich bin Muslim. Ich heiße Wakas. Ja. Ich heiße Shavas. Hallo, gut, freut mich. Wir müssen Deutsche und Europäer einen Satz, aber Sie wissen, was bedeutet erste Sure im Koran? Was Bedeutung hat? Die Übersetzung meinst du? Ja. Ja, kannst du die Übersetzung auswendig? Sie wissen auch nicht. Also erste Sure im Koran, Sie wissen nicht, das ist eine Quelle von Islam. Dankeschön. Bitte schön. Bitte schön. Salam alaikum. Bitte schön. Beten Sie. Sie beten so oder so? Nee, wir beten so, wie der Prophet alaihi salam gebetet hat. Wissen Sie, was bedeutet? Wissen Sie, was bedeutet? Sie wissen nicht. Sie vertreten Muslime, aber Sie wissen nicht. Sich anschließend zu beklagen, dass Muslime sich im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch.